Die Wolfskönigin, Band 5 von Warren Yard. Aufgeschrieben von Inzolikus, einem Schüler des Montokai und Weisen des 2. Jahrhunderts der 3. Ära. 3. Ära 119. 21 Jahre lang herrschte Antiochos Septim in Tamriel und bewies, dass er trotz seiner moralischen Mängel ein fähiger Anführer war. Sein größter Sieg war der im Inselkrieg des Jahres 110, als der kaiserlichen Flotte und der königlichen Marine der Somerset-Inseln zusammen mit den magischen Kräften des Psychid-Ordens die Zerstörung der Invasionsarmada von Pianonea gelang. Seine Geschwister König Magnus von Kleinmottien, König Kephorus von Gilane und Potema, die Wolfskönigin des Königreichs von Einsamkeit, herrschten gut. Und die Beziehungen zwischen dem Kaiserreich und den Königreichen Tamriels verbesserten sich fortwährend. Jedoch hatten Jahrhunderte der Vernachlässigung noch nicht alle Narben geheilt, die zwischen dem Kaiserreich und den Königen von Hochfels und Himmelsrand existierten. Während eines der seltenen Besuche seiner Schwester und seines Neffen Uriel fiel Antiochos, der während seiner Regentschaft unter verschiedenen Krankheiten gelitten hatte, in ein Koma. Über Monate siechte er in einem Zustand zwischen Leben und Tod dahin, während sich der Ältestenrat sich auf die Übernahme des Throns durch seine 15-jährige Tochter Kintira vorbereitete. 3. Ära 120. Mutter, ich kann Kintira nicht heiraten, sagte Uriel, von dem Vorschlag eher erheitert denn beleidigt. Sie ist meine Cousine ersten Grades und außerdem glaube ich, dass sie mit einem der Fürsten des Rates verlobt ist, mit Modellus. Ihr seid so zimperlich, dies ist nicht die Zeit und nicht der Ort, um über Anstand nachzudenken, sagte Potema, aber ihr habt, was Modellus angeht, in jeder Beziehung recht. Und wir sollten den Ältestenrat in dieser kritischen Lage nicht verärgern. Was haltet ihr von Prinzessin Ragma? Ihr habt in Farun recht viel Zeit in ihrer Gesellschaft verbracht. Sie ist schon in Ordnung, sagt Uriel. Sagt mir nicht, dass ihr alle schmutzigen Einzelheiten hören wollt. Bitte erspart mir anatomische Details. Potema schnitt eine Grimasse. Aber würdet ihr sie heiraten wollen? Ich denke schon. Sehr gut, dann werde ich die Vorbereitungen treffen. Potema machte sich eine Notiz, bevor sie fortfuhr. König Leromo war ein schwer zu haltender Verbündeter und eine politische Heirat sollte Farun auf unserer Seite halten, falls wir sie brauchen sollten. Wann ist die Beerdigung? Welche Beerdigung? Fragte Uriel. Ihr meint die von Onkel Antiochus? Natürlich, seufzte Potema. Ist in letzter Zeit noch jemand gestorben? Eben rannte eine rotwatronische Kinderhorde durch die Hallen, also nehme ich an, dass Kephorus angekommen ist. Magnus ist gestern am Hof eingetroffen, also sollte sie jetzt jeden Tag stattfinden. Dann ist es Zeit, den Rat anzusprechen, sagte Potema lächelnd. Sie kleidete sich ganz in Schwarz, nicht farbenfroh wie sonst. Es war wichtig, als betrübte Schwester angesehen zu werden. Sie sah in den Spiegel und stellte fest, dort jedes ihrer 53 Jahre zu sehen. Eine silberne Strähne schlängelte sich durch ihr rotbraunes Haar. Die langen, kalten, trockenen Winter im nördlichen Himmelsrand hatten ihr ganzes Gesicht mit Falten überzogen, dünn wie ein Spinnennetz. Aber sie wusste, wenn sie lächelte, könnte sie immer noch Herzen gewinnen und durch einen finsteren Blick Angst erzeugen. Das reichte für ihre Absichten. Potemas Rede vor dem Ältestenrat ist durchaus für Schüler öffentlicher Reden studierenswert. Sie begann mit Schmeicheleien und Selbstbeschämung. Meine höchst erhabenen und weisen Freunde, Mitglieder des Ältestenrats, ich bin nur eine Provinzkönigin und ich kann nur annehmen, dass ich zur Sprache bringe, was ihr bereits gedacht habt. Sie fuhr fort, indem sie den einzigen Kaiser lobte, der abgesehen von seinen Fehlern ein beliebter Herrscher gewesen war. Er war ein wahrer Septim und ein großer Krieger und zerstörte, dank eures Rates, die fast unsichtbare Kriegsflotte von Pianonea. Doch sie verschwendete wenig Zeit, um zu ihren eigentlichen Anliegen zu kommen. Die Kaiserin Gisela tat unglücklicherweise nichts, um den wollüstigen Charakter meines Bruders zu zügeln. Selbst eine Hure aus den Elendsvierteln der Stadt hat sich nicht in mehr Betten begeben als sie. Hätte sie ihre Pflichten im kaiserlichen Schlafgemach getreuer erfüllt, so hätten wir jetzt einen wahren Erben für das Kaiserreich. Nicht diese schwachköpfigen, unehelichen Muttersöhnchen, die sich Kinder des Kaisers nennen.
Das Mädchen namens Kindira wird allgemein als die Tochter von Gisela und dem Hauptmann der Wache angesehen. Es mag sein, dass sie die Tochter von Gisela und dem Jungen, der die Zisternen reinigt, ist. Wir können das nicht mit Sicherheit sagen. Nicht so sicher, wie wir die Herkunft meines Sohnes Uriel kennen, des ältesten wahren Sohnes des Herrschergeschlechts der Septim. Meine Fürsten, die Prinzen des Kaiserreichs werden kein Bastard auf dem Thron dulden, das kann ich euch versichern. Sie endete gemäßigter, aber mit einem Aufruf zum Handeln. Die Nachwelt wird über eure Taten urteilen. Ihr wisst, was getan werden muss. An diesem Abend bewirtete Potema ihre Brüder und deren Ehefrauen im Kartenraum, ihren liebsten kaiserlichen Speisesaal. Die Wände waren übersät mit leuchtenden, doch verblassenden Darstellungen des Kaiserreichs und aller darüber hinaus bekannten Länder. Atmora, Vokunda, Akavir, Piandonea und Thras. Über den Köpfen breiteten sich verzerrte Bilder des Sternenhimmels in der großen Glaskuppel aus, die Regnas den Raum überspannte. Blitze flackerten im Minutenabstand auf und erzeugten fremdartige, gespenstische Bilder an den Wänden. »Wann werdet ihr mit dem Rat sprechen?«, fragte Potema, als das Essen serviert wurde. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich es tun werde«, sagte Magnus. »Ich glaube nicht, dass ich etwas zu sagen habe.« »Ich werde zu Ihnen sprechen, wenn Sie die Krönung von Kindira bekannt geben«, sagte Kephoros, »lediglich als Formalität, um meine Unterstützung und die Unterstützung von Hammerfell zum Ausdruck zu bringen.« »Ihr könnt für ganz Hammerfell sprechen«, fragte Potema mit einem neckenden Lächeln. »Die Rotwadronen müssen euch sehr lieben.« »Wir haben eine einzigartige Beziehung zum Kaiserreich in Hammerfell«, sagte Bianchi Kephoros. Seit dem Vertrag von Stroß im Kai versteht man uns als Teil des Kaiserreichs, nicht als Untertan. Ich nehme an, dass ihr bereits im Rat gesprochen habt, sagte Magnus' Gattin Helena Spitz. Sie war von Natur aus diplomatisch, aber als kyrodillische Herrscherin eines argonischen Königreichs wusste sie, Missgeschicke zu erkennen und ihnen entgegenzutreten. Ja, das habe ich, sagte Potema und hielt inne, um ein Stück geschmorten Jalfvogel zu genießen. Ich hielt heute Nachmittag eine kurze Rede zur Krönung. Unsere Schwester ist eine ausgezeichnete Rednerin, sagte Kephoros. Ihr seid zu freundlich, sagte Potema lachend. Ich kann vieles besser, als Reden zu halten. Zum Beispiel, fragte Bianchi lächelnd. Darf ich fragen, was ihr in eurer Rede gesagt habt? Fragte Magnus misstrauisch. Es wurde an die Tür geklopft. Der Majordomus flüsterte Potema etwas zu, woraufhin sie lächelte und sich vom Tisch erhob. Ich sagte dem Rat, dass ich der Krönung meine volle Unterstützung geben würde, vorausgesetzt, dass er weise handeln würde. Was könnte daran schlimm sein, sagte Potema und nahm ihr Weinglas mit zur Tür. Wenn ihr mich entschuldigt, meine Nichte Kindira wünscht, ein paar Worte mit mir zu reden. Kindira stand in der Halle, nahe einer kaiserlichen Wache. Sie war bloß ein Kind, doch Potema erinnerte sich, dass sie in diesem Alter bereits 2 Jahre mit Mantiaco verheiratet war. Es gab eine Ähnlichkeit, das war sicher. Potema konnte sich Kindira als junge Königin vorstellen, mit dunklen Augen und blasser Haut, glatt und fest wie Marmor. Zorn flammte für einen Augenblick in Kindiras Augen beim Anblick ihrer Tante auf, doch die Gefühle verließen sie, wurden ersetzt durch ruhiges, dem einer kaiserlichen angemessenen Auftreten. »Königin Potema«, sagte sie ruhig, »man hat mir mitgeteilt, dass meine Krönung in 2 Tagen stattfinden wird. Eure Anwesenheit bei den Feierlichkeiten ist nicht willkommen. Ich habe euren Dienern bereits Anweisungen gegeben, eure Habseligkeiten zu packen. Und eine Eskorte wird euch heute Nacht zu eurem Königreich zurückbegleiten. Das ist alles. Lebt wohl, Tante.« Potema wollte etwas erwidern, doch Kindira und ihre Wache wandten sich um und schritten den Gang zum Prunksaal zurück. Die Wolfskönigin beobachtete ihren Abgang und betrat dann wieder den Kartenraum. »Schwägerin«, sagte Potema in tiefer Bosheit zu Bianchi. »Ihr hattet gefragt, was ich besser kann, als Reden zu halten?« »Die Antwort ist, Krieg zu führen.«